Hallöchen. Jetzt wollte ich echt schon sagen, es ist Samstag. Ah, Freitagabend. Wie geht's? Wie steht's? Wir spielen heute mal wieder The Isle. Ich habe mir gedacht, wir spielen heute mal nicht alleine. Sondern mit ein paar anderen. Jetzt. So. Allerdings, vielleicht nicht sofort. Wir müssen erstmal gucken, wo wir sind, wann die anderen so online kommen. Ich bin Fell. Warum bin ich verletzt? Ach, ich erinnere mich. Ich habe was Falsches gegessen. Und wir sind zuletzt mit einem anderen Petri zusammengestoßen. Ja, ich erinnere mich. Ach, da ist das Meer gewesen. Ja, genau. Okay, also. Oh. Ja, das Fliegen muss doch kurz warten. Wir sind im Norden. Oh, Nordwest. Okay. Ich brauche Wasser. Aber Wasser nicht in der Nähe. Spiel. Ich bin nicht imstande zu fliegen. Ach, wegen der Muskelzerrung. Oh, verdammt. Wann geht die weg? Das ist jetzt sehr ungünstig, weil ich kein Wasser in der Nähe habe. Oh, mein Armer. Ich hätte das Gammelfleisch nicht essen dürfen. Wasser kann mir leider keiner weiterhelfen. Diese blöde Anzeige immer. Dankeschön. Ah, das tut richtig weh beim Zusehen.
Wie geht diese Muskelzerrung weg? Wenn das nicht bald passiert, verdurste ich. Oder hilft es, wenn ich mich ausruhe? Also so richtig. Falls wir das nicht überleben, was ich gerade wirklich glaube, jetzt ist weg. Oh, ich kann wieder fliegen. Okay. Man kann schnell fliegen? Okay, das wusste ich doch nicht. Interessant. Wir werden unser Leben wahrscheinlich sowieso vorzeitig lassen. Damit wir mit den anderen zusammen spielen können. Ihr seid übrigens gerne eingeladen, werte Zuschauer. Ich weiß gerade nicht, ob man es sieht. Ansonsten einmal Ausrufezeichen die Isle, also die Isle. Da könnt ihr dann auf den Server joinen, wo wir da so sind. So, jetzt bin ich hier. Irgendwo in der Nähe. Upsi. Falsche Taste. Da hinten bei dem Bogen, glaube ich, war es. Ich hoffe. Ich brauche was zu trinken. Okay, auf welcher Taste war das? Mein Mittagessen ist hier auch noch? Nee, Quatsch. Es ist später Abend, also Abendessen. Ich habe ja letztens auf einem anderen Server einfach mal Spaß habe einen. Was der Cerato? Auf jeden Fall einen Theropoden angefangen. Und
Durch den Panzer durch, ja, ist klar. Ja, der Cerato hat sich an ein paar Compsognathos satt gegessen. Schildkröten schmecken übrigens nicht. Die mag er nicht. Und wir haben auch nicht das optimale Essen. Das ist eigentlich Schooling Fish. Naja. Welche Taste hatten wir denn da auserkoren letztens? Ich hatte doch... Ich hatte... War es das hier? Ich bin mir gerade nicht sicher. Nö, scheinbar nicht. Habt ihr das auch gehört? Was war denn das? Was war denn das? Hier war's. Okay. Dann schauen wir mal, ob wir wen finden. Ist jetzt natürlich auch blöde Uhrzeit, ne? Von rechts kam was? Oh, es klang sehr weit weg. Hier waren wir, glaube ich, letzte Woche. Ganz kurz mal. Diese Katzen. Die machen schon wieder Terror unter mir. Ich würde gern was sehen. Ich bin immer noch vergiftet.
Ist das ein Wasserfall? Das Wasser, ja? Ich habe Wasser gefunden. Wasser bedeutet meistens auch Fisch. Oh, ich merke gerade was anderes noch. So viel zum Fisch. Okay, Sekunde. So. Aber ich habe Fische gesehen. Kommst nicht hin, ne? Ich weiß jetzt auch warum. Die Taste ist mal wieder nicht belegt, wie mir scheint. Da war die Ausdauer weg. Eieieiei. Ich habe ja was Cooles zum Pteranodon zu erzählen, tatsächlich. Ich war am Montag in München. Und da gibt es ein sehr kleines, niedliches, paläontologisches Museum. Da gibt es echt nicht so viel zum Sehen. Ein paar Urzeittiere, so Mammut und Säbelzahnkatze und sowas. Ein Triceratopskopf. Ein Allosauruskopf. Wie hieß er? Ein Verwandter vom Triceratops mit nur einem Horn. Ich habe jetzt den Namen nicht mehr im Kopf. Und ein paar Flugsaurier. Und die hatten tatsächlich ein Skelett von Pteranodon an der Decke hängen. Das war schon cool. Der ist echt nicht klein gewesen. Und die hatten auch ein Skelett, also so diese Steintafeln, die kennt ihr bestimmt, von dem Compsognathos. Der war echt süß so. Das kann man nicht anders sagen. Sag ich immer noch? Ja. Wie spät ist denn? 22. Ach, ich hab vergessen. Hallo Katze.
Was auch immer das hier ist. Jetzt sollte es aber wieder gehen mit dem Fischen. Hoffe ich. Ja, doch. Geht wieder. So, du? Bei Nacht ist Petri halt auch nicht das Spannendste. Hallo. Hier ist niemand. Nicht in der Nähe. Ja, diesen Fluss kenne ich sogar. Nord, Süd. Ich wollte eigentlich schon längst mal eine andere Schlucht wiederfinden. Hallo. Ja, hallöchen. Hallo. Putzbaum. Was spielt man denn? Ich bin als Petri unterwegs. Ah, okay. Ich als Trodon. Ah. Jo. Wow. Gott, bei diesen zwei Steinen, wo so ein Weg durchführt über einen Fluss drüber. Ah ja, kenn ich. Das war im Westen? Süden, wenn ich mich nicht irre. Süden, okay. Dann schaue ich mal, ob ich ihn finde. Ja, in der Nähe vom, Radioturm? Keine Ahnung. Von dieser Station oben auf dem Berg. Oh, die ist aber weit oben. Ja, auf jeden Fall da in der Nähe, aber halt ein bisschen weiter Fluss, ja. Abwärts. Da rock ich gerade. Dann schaue ich mal, ob ich dich finde. Jo. Hocken hier irgendwo Hasen rum? Echt? Ich habe doch nie welche gesehen. Ich finde hier voll oft immer welche. Also, mehr halt bei dem Fluss, wo die ganzen Krokodile mal drin rumhocken. Aha. Da meistens eher, aber ansonsten. Also Hasen sind mir noch nicht begegnet. Alles mögliche. Hühner finde ich voll selten. Habe ich einmal gesehen. Ja. Ich würde auch ein bisschen. Kompis sollte es ja auch mal mehr geben. Also mir ist erzählt worden, die gibt es vor allem dann, wenn du Aas in der Nähe hast. Ja, ich hocke hier gerade bei so einem Schweinekadaver rum. Einen habe ich ja auch schon erwischt, aber das war es auch. Ach, die Kleinen tun mir immer so leid, wenn sie... Ja, mir nicht. Ich brauche die für meine Diät. Aha. Für Evolution kann ich nichts.
Mary. Oh, diese Katzen. So. Hast auch Katzen? Ja. Wie viele? Zwei Streithähne. Oh, ich auch. Das ist schön. Einen alten und einen relativ jungen. Ja, bei mir auch. Deswegen mögen sie sich auch nicht so. Ja, meine kommen ganz gut miteinander klar, aber manchmal, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, haben sie es irgendwie nicht so miteinander. Ja, manchmal ist ja normal. Alter, ey, mein PC ist schon wieder viel zu warm. So. Das kann ich dann zumachen, Spotify. Browser kann ich schließen, den brauche ich nicht. So. Ein Tenon? Oh, ich habe gerade einen Tenon gehört. Petri. Das war ein lustiger Schrei. Jo. Dann bin ich, glaube ich, in der richtigen Richtung. Ja. Naja, wenn meine Diät einen runtergeht, ist es auch nicht schlimm. Dass ich das Vieh mal wieder ein bisschen hungern, damit ich das wieder weiter auffüllen kann. Ich habe noch gar keine so eine Übersicht, was man da alles machen kann. Bist neu im Game? Wie lange spielst du das schon? Also die Aerials? Vielleicht einen Monat jetzt. Ach so. Also ich bin noch Frischling. Ja. So, ich glaube, eventuell bin ich da. Ah ja. So. Switch, bin ich wieder aufgestanden. Nevermind. Auf welcher Seite vom Felsen bist du, ist jetzt die Frage. Auf der Seite mit der großen freien Fläche mit dem Gras. Ja, okay. Ich bin jetzt bei dem Weg da, bei dem Trampelpfad. Warte, ich hustle kurz rüber. Keine Ausdauer. Das hat jetzt gut gepasst. Ah, da bist du. Oh, so klein noch. Ich bin ausgewachsen. Dann streiche ich das noch wieder. Da fliegt ein Fisch. Was? Da, hier oben. Bei mir nicht. Schwarze. Okay. Aber sowas hatte ich auch schon mal, ja. Ein sehr üblicher Bug hier im Game. Aber es gibt ja fliegende Fische. Ich finde dieses Gackern so geil. Meiner schnurrt. Ja. Jetzt kann man gar nicht die Farben gucken bei der Nacht. Schade. Na, ich bin auch nur grün, ist auch nicht so spannend. Aber wenn man sich hier so hinstellt und dann Nachtsicht ausmacht, geht's ganz gut. Du bist so blau auf dem Rücken. Ja. Ja, ich bin einfach nur schlicht grün. Naja, Tarnung und so, das ist schon Naja. wichtig. Brauchst dich ja nicht wirklich tarnen. Nee. Ich kann abhauen, wenn ich Ausdauer habe. Ja. Ich muss mir meine Musik ausmachen, das ist nervig. Ist das nicht auch gefährlich in dem Spiel? Ja. Ja, geht so. Nachher kommt dann die komplette Herde hinter dir her und du weißt es nicht. Oh, aber
Apropos Geräusche, ich weiß nicht, ob du es schon mal erlebt hast, aber die Ceratos in dem Game sind unnormal leise. Cerato. Habe ich noch nicht so viele gesehen hier. Nee, auf jeden Fall. Ja, viel zu oft passiert, wo ich so auf dem Feld stand, auf einmal kommt so aus dem Nichts hinter mir so ein halbes Tonnen schweres Tier aus dem Licht, aus der Ecke. Ja, Ich gut. bin so, what the fuck, Alter, wo kommst du her und wieso habe ich dich nicht gehört? Naja, im Bestfall kündigt man sich nicht vorher an. So. Ja, aber es ist trotzdem, weißt du, selbst wenn du ja so schwer, selbst wenn du irgendwie versuchst zu schleichen, macht so ein Tier ja, egal bei welcher Größe, auch immer noch Geräusche, weißt. Ja, gut, aber wenn du gerade anderweitig konzentriert bist. Ja. Trotzdem, der ist trotzdem, er fühlt sich irgendwie für sein Gewicht, fühlt er sich zu leise an. Da hinten ist Beute. Oder bist du das? Ja, da hinten müsste noch so eine Wildschweinleiche liegen. Ah ja. Ich hab ja. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Auch irgendein Theropod oder so? Nein, es war kein Tero. Es war, glaube ich, mein Raptor, den ich mal ausprobiert hatte. So, ja. Der darf kein Aas essen, davon wird man krank. Es ist, ja, den hier, den ich hier, den Trodon, die können etwas Aas, glaube ich, essen. Bei denen ist es nicht ganz so schlimm. Aber die dürfen sich auch wie Raptoren, dürfen die keinen Fisch essen und keinen von ihrer eigenen Spezies. Sowas aber. Aber es gab Sonst kriege ich nämlich tatsächlich. Anfälle. Okay. Ist echt geil, weil dann beiße ich auch so unkontrolliert ab und zu einfach mal. Echt? Ja. Hui. Ein Tenonto. Ein Dinosaurier. Da hinten bist du. Oh, ich hoffe, es kommen irgendwann bald mal wieder Menschen rein, so als Testphase. Gab's ja Tja. mal für eine kurze Zeit. Ja, ich hab's auf YouTube gesehen, aber Ja. besonders spannend war das im Endeffekt auch nicht. Na, es ist halt eine andere Spielweise, die man dann auch ausprobieren kann. Ja, aber die Menschen konnten sich ja kaum verteidigen. Ich hab voll Lust, so als Trodon oder als Raptor einfach aus dem Busch, so auf so Menschen drauf zu springen. Könnte man auch machen, ja. Ist ja im Grunde ja eigentlich auch ein Horrorspiel mit Survival-Elementen. Je nachdem, wie man Zumindest. spielt, ja. Ja, zumindest steht's auf Steam so drauf. Wie sieht eigentlich der Z-Walk beim Pteranodon aus? Ich habe keine Ahnung. Drück mal Z und dann geh mal einfach. Ich schleiche vor mich hin. Langsam. Aber Ja, ich habe es bei meine. mir umbelegt, weil es zum Landen sehr unbequem wäre. Ah, okay. Weil wenn ich da auf die Z-Taste, da breche ich mir die Finger. Ja, ich habe mich einfach dran gewöhnt. Ja, als Zwei- oder Vierbeiner ist es ja okay. Amazing, du hast dir nicht das Bein gebrochen. Jetzt nicht, aber ich hatte, als ich angefangen habe, von letzter Woche noch eine Muskelzerrung. Ah, Scheiße. Da bin ich mit dem anderen Pteranodon dann zusammengestoßen in der Luft. Ah, kenne Und ich auch. ich bin zwar gelandet normal, ich bin nicht abgestürzt, aber er hat sich halt den Flügel ein bisschen gezerrt. Und weil ich einen vergifteten, also einen vergammelten Fisch hatte, war ich auch noch ziemlich lädiert. Ah, oh Gott, ey. Gott, hast du lange Arme.
Ja, irgendwie muss ich mich auch festhalten an meiner Beute. Das ist voll süß so. Ja. Ist schon putziges Kerlchen. Bist du auf einmal. Ist schon putziges Kerlchen, bist du auf einmal so 10 vor deiner Nase stehen. Ja, dann ist vorbei. Ja. Dann hab auch ich nichts mehr. Es sei denn, ich kann fliegen. Ja, so klein. Obwohl, ich weiß, wie viel wiegt dein Charakter, dein Vogel jetzt gerade? 45 Kilo. Dann werfe ich dich sogar, glaube ich, auf den Boden. Dann kannst du gar nicht wegfliegen, wenn ich dich pounce. Echt? Versuch Ja, mal. ja. Ja. Nein! Jo. Landung. Cool, ich habe mir das noch nie angeguckt, aber wenn ich der Troton hat ja so eine Giftfunktion, wenn ich dich anpounce einmal und dann rieche, bist du für mich so hellgrün markiert. Okay, interessant. Ich bin fast tot. Ich habe noch 10, knapp 11%. Yikes. Das macht gut Schaden. Jo. Bin ich auf deiner Diät eigentlich drauf? Hypsilophodon, Troodon, ja. Oh, du bist auch auf meiner Diät. Ich finde das mit dem Tyranodon immer ein bisschen Bullshit, mit seiner Diät, vor allem mit dem Troodon, weil ich meine, gut, du kannst fliegen, aber ich brauche halt einfach nur an deine Flugrichtung springen, damit du gegen mich gegenfliegst, dann fällst du auf den Boden und pounce ich dich und bist dann eigentlich tot. Zum Beispiel. Wobei jetzt, du könntest jetzt auch nicht 3 Meter hochhüpfen, also. Nee, das nicht, aber du musst ja auch ein bisschen weiter runterkommen, um mich überhaupt anzugreifen. Ja. Vor allem, er macht im Flug jetzt nicht den meisten Schaden. Nee, nee, allgemein auch nicht. Nee. Von daher finde ich es immer ein bisschen Bullshit mit seiner Diät und so, was die Leute erwarten, was man mit dem Tyrannosaurus alles töten soll. Ja. Ich meine, die Ziege, ein Biss, dann haut die ab. Ja, da muss halt hinterher, das ist egal. Das ist aber schwer zum Zielen. Also was ich gut Ja, gut. erlegen kann, sind Schildkröten. Ja, Schildkröten kriege ich auch hin. Das ist. Ah, nee. Ja, es braucht alles ein bisschen Übung. Ich krieg das auch immer noch nicht richtig mit dem Zielen und mit dem Angreifen hin. Gott bewahre, ich versuche als Tyranodon irgendwie einen Hasen oder einen Huhn zu töten. Das ist schrecklich. Das denke ich mir. Das Ja. ist zu klein. Ja. Und dann rennen die auch immer noch so im Zickzack rum und dann kriegst du ja gar nichts gebacken. Das erinnert mich gerade an The Forest so ein bisschen. Gott, ey. Oh. Hast du schon ordentlich die Web angeguckt? So ein bisschen was. Ich war beim Radioturm. Jo. Ich war bei dieser Plattform im Nordwesten. Dieses komische Testgelände. Ach, das. Ja, das. Ah, Und ja, okay. ich war mal in der Schlucht ganz weit im Süden. Die war cool. Ah ja, ich glaube, ich weiß, welche du meinst. So eine richtige Canyon-artige Schlucht. Hast du den Hafen hier schon mal gesehen? Nein. Es gibt einen Hafen, aber der ist noch nicht fertig, von den Texturen her. Okay. Sind einfach gerade einfach nur noch ein Haufen grauer Blöcke. Ach, ja, das Und meine ich alles. mit Nordwesten. Ach so. Das ist für mich die Testarena. So, ja. So, Blutung weg. 50%. Das Gift ist auch weg. Jo. Was jetzt? Leite mich an. Also ich weiß, du bist halt schneller als ich und mobiler. Ich weiß nicht, wo An willst du hin? Land Was willst du nicht. machen? Kannst aber auch schon recht schnell rennen. Ja, relativ, aber. Ja gut, nee, dann vermeide ich, bin wesentlich schneller als du. The fuck, da fliegt noch ein Fisch. Bei mir nicht. Ich meine, das ist sogar toter Fisch, Alter. Doch, da ist er.
Ich kann mal versuchen, ihn aus der Luft zu holen. Ah, passiert nichts. Ich verstehe auch bis heute nicht, wie das funktionieren soll mit dem Tyrannod und mit den großen Elitefischen, weil die stehen ja auch auf seiner Diät. Wie soll man die kriegen? Diese Schooling-Fisch? Nee, die großen, ja, diese Elitefische stehen ja auch bei dir auf der Diät. Jetzt frage ich mich, wie man die überhaupt töten soll als Tyrannod, weil sobald du die einmal angreifst, schwimmen die ja zurück ins Wasser. Dann kommst du ja nicht dran. Tja. Naja. Alter. Ist teilweise echt ätzend, hier so als Drohnen rumzulaufen im hohen Gras, weil du siehst kaum was. Ich sehe dich auch nur bedingt. Vor allem als Jungtier siehst du so gut wie gar nichts, weil du bist nur noch kleiner und du gehst einfach komplett im Gras unter. Aber es hat auch seine Vorteile. Ja, hat auch seine Vorteile, aber du weißt halt nicht, wo du bist. Oder wo irgendwas ist. Ja, ich glaube, bei den Kleinen ist ohne Familie ein bisschen. Ja. Naja. Ich renne ja aber auch die ganze Zeit schon allein rum. Deswegen finde ich Drohnen auch so cool, weil du kannst halt auch Sachen alleine machen, auch wenn es halt mit Wildschwein töten und so recht schwer ist. Also ich habe mein Jungtier meist mit Fisch genährt. Meinst du den Pteranodon? Pteranodon. Den ja. Petri. Petri, ja. Ich find's cool, wie der Name von der Cartoon-Figur einfach jetzt so als Synonym für den Pteranodon einfach steht, Petri. Weil den Film halt einfach jeder ja. Dino-Fan kennt. So. Petri. Ich sag, ja. weiß jeder, welcher Dinosaurier gemeint ist. Petri ja, halt, genau. Ne? Wobei ich gerade nicht sagen könnte, welche Rasse Littlefoot gewesen ist. Ich glaub, ach Gott, Alter, welcher. Ich glaube nämlich Brachio war es nicht. Eher so richtig. Nee, Brachio war was. Diplodocus oder sowas. Irgendwie sowas, keine Ahnung. Weil Hals und Schwanz waren relativ gleich lang. Es könnte ein Diplodocus gewesen sein. Ich finde auch immer noch der T-Rex in dem ersten. In einem Land von unserer Zeitfilm einer der gruseligsten Bösewichte, die ich so als Kind definitiv gesehen habe. Absolut, ja. Ist fucking scary, das Vieh. Kennst du zufällig den Film Vier Dinos in New York? Ja, kenne ich tatsächlich. Die Szene, wo Rexy auch diese komischen bösen Pillen nimmt, da ist er auch richtig badass so. Da muss man als Kind schon auch gut was wegstecken. Ich habe den, glaube ich, einmal auf Togo gesehen. Echt? Am Wochenende. Okay. Ja. Gott, bei mir ist es schon so lange her. Es ja, waren noch die guten Zeiten, wo damals auf Togo immer am Wochenende 20 Uhr. Was war das? Das war ein Dryo. Oh. Huh. Der steht auf meiner Diät, aber dann habe ich nur 50% mehr wachsen und das will ich nicht. Warst du nicht schon ausgewachsen? Ja, ich bin ausgewachsen, deswegen bringt mir das auch nicht, wenn ich den jetzt jagen würde. Ach so, meinst du, jetzt? Ja, weil ich habe halt schon zwei verschiedene Diäten einmal drin und wenn ich mir jetzt noch eine dritte verschiedene holen würde, würde mir das nichts bringen. Okay. Von den Diätboni her. Aber wir könnten die Mädels ein bisschen trollen. Okay. Wobei die schlagen wahrscheinlich eher zurück. Ja. Ich bräuchte entweder Hase, Hühnchen, ein Kompi oder ein Omniraptor. Ich will mal kurz nach Hasen suchen. Okay. Ich folge. Müssen mal ja wohl in die Richtung irgendwie sein. Oh, ich liebe diese Nachtsicht, das ist so geil. Ich kann so weit gucken. Fliegst du? Gerade nicht. So. Wäre vielleicht die Idee, weil ich sehe dich nämlich schon nicht mehr. Ich dich auch nicht.
Ach, da bist du ja. Du stehst leider nicht. Also geruchstechnisch nicht auf meiner Liste, leider. Nee, will ich auch erst, wenn ich tot wäre. Oder blute. Blutend ging ja auch. Hier hinten. Ich sehe dich da hinten immer so hoch und wieder runter fliegen. Ja, ah, weil da bist du. Das Fliegen absolute. Das ist eine Krampfarbeit. Ich suche erstmal nach Hase. Oder Hütchen oder irgendwie sowas. Da hinten gibt's doch bestimmt welche. Ich riech nichts. Ich höre hier nur Wildschweine. Noch mehr Wildschweine. Noch ein Wildschwein. Wildschweinbraten. Über was rennt das Wildschwein da hinterher? Also oh, Obelix ja würde sich freuen. Definitiv. Wenn es nicht in Pfefferminzsoße ist. Ja. Oh, oh Gott, Alter. Meine Güte, das habe ich auch ewig nicht mehr gehört. Wildschwein in Pfefferminzsoße. In einer delikaten Pfefferminzsoße. Oh, das muss so furchtbar gewesen sein. Hase! Ich will auch einen Hasen sehen. Nein! Nur angucken. Ach, danke, meine Fresse. Ich hab ihn. Ich bin hier hinten, falls du es gehört hast. Welches hinten? Der Richtung wäre nett. Wir sind. Hier. Ich hab grad gecallt. Das kommt aus vier Richtungen, das hilft mir nicht. Warte mal. Hast du keine Kopfhörer auf? Doch, doch. Oh, das Echo! Osten? Ist das Ja, Osten. Nordost. Also, also nur nach Osten halt, bitte, nicht nach Nordost. Ja, ist okay. Im ersten Kompass ausrichten. Jetzt hebt das auf den Hasen. Ich habe keine Ausdauer. Da bewegt sich ein Wildschwein. Copy! Komm her. Eigentlich brauche ich nur die Beute erschnüffeln, aber er hat kein gutes Grill. Riech auch gar nicht. Ja, bin ich am Hasen schon dran vorbei? Oh oh. Mit Schwein. Ja, was ist? Das Schwein hat es auf mich abgesehen. Ach da. Dass ich dich vom Wildschwein töten, die sind stark. Ja, das weiß ich. Mein Pache hat's mal erwischt. Also nicht tödlich, aber. Ziege? So, komm hier. Ah, da hinten bist du. Flieg ein bisschen weiter nach links. Ja. Jetzt einfach geradeaus. Hallo. Ah. Landen. Ich komm landen, echt schon weggefressen. Landen. So. Das ist ein Hase. Tatsache. Bist du satt? Ich habe noch nicht gegessen. So. Dann mach's deine Beute. Jo. Ah, das Problem mit den Hasen ist ja auch immer, die haben hier irgendwo immer auf der Map ihren kleinen Hasenbau und wenn du die schnell genug tötest, springen die da halt rein und sind dann weg. Ja, ergibt Sinn. Bitte sag mir, ich krieg den Diätbalken voll. Ja, ja, ich krieg, ja, krieg ich. Geil. Geil. Ein bisschen nehme ich noch, dann bin ich voll, oder? Ne, ich lasse so. So. Wir sind mittlerweile auch 12 Spieler auf dem Server. Ich habe Angst, wieder trinken zu gehen.
Weißt du, dass so viele Dinos unterwegs sind? Also ich weiß, das weiß ich halt nicht. Das ist das Problem. Ich würde sonst weiter einfach in die Richtung da abhauen und Mir da irgendwie zu. zum Fluss gehen. Ich habe leider keine gute Nase, deswegen musst du mich ein bisschen. Piekst sonst einfach, das ist energiesparender. Schon, aber dann bin ich fast zu schnell. Du kannst ja in der Luft auch bremsen. Also von daher. Ich muss sie erstmal im Ist auch nicht Auge das Problem. behalten. Ja, sonst einfach in die Richtung weiter, wo ich gerade lang renne. Können wir es nicht machen wie im Pokémon-Intro, dass ich dich einfach Huckepack nehme? Das wär tatsächlich eine Idee, wenn ich ein Stück weit kleiner wäre. Meinst du nicht, dass das noch ginge? Ich habe 3 Meter Flügelspannweite. Nee, das Ding ist halt, selbst wenn ich dich pounce, drücke ich dich halt auf den Boden und kannst dich wegfliegen. Das ist ja was anderes. Das hat ja nichts mit Huckepack nehmen zu tun. So. Aber es geht theoretisch als kleiner Raptor oder als etwas kleinerer Dings hier Trodon, kann ich dich theoretisch pouncen und du kannst halt einfach mit mir wegfliegen. Okay. Was ganz lustig ist. Zur Noten mache ich es halt wie Katzen, nimm dich einfach am Nacken. Komm her, Geht leider nicht, ich reiß wortlos. dir nur ein Stück Fleisch raus und das Ah, da war's. unten. Ein bisschen was vom Nacken. Ist sozusagen, ja. So, da unten ist der Fluss. Ich sehe ihn ja. Jo. Da unten gehe ich mir jetzt ein bisschen was zu trinken gönnen. Jo. Ich bin doch kein guter Bodyguard, das sage ich dir. Wäre ich im gegebenen Fall auch nicht. Das Einzige, was ich halt machen kann, ist an Leute ranspringen. Das ist mehr, als ich machen kann. Ich habe nur einen Schnabel. Naja. Ich weiß nicht, ob du es irgendwie schon mitgekriegt hast, aber wenn du gepounced wirst und dann E drückst, versucht dein Vieh den Pou also das andere Vieh halt runterzuwerfen, was sich pounced. Okay. Ist ganz neat to know, weil ansonsten halten sie dich halt runter und dann. Ja, das kann ich mir Ich vorstellen. weiß nicht, ob das nur geht, wenn du nicht auf den Boden gedrückt wirst, aber ansonsten halt, wenn man irgendwas Größeres ist, was sich auf den Boden gedrückt werden kann durchs Pouncen, dann Aha. wirfst du halt die Viecher mit E runter. Also wenn du E gedrückt hältst. Ja, gut zu wissen. Ja. Ist ganz neat to know, weil sie dann halt auch für eine kurze Zeit gestunt sind. Oder auf dem Boden liegen. Es wird langsam Tag. 6:30 Uhr. Ja, man merkt's. Jojo. Wie bist du so auf den Server hier gekommen? Beim ersten Einloggen war das. Also der Name hat mich halt angesprochen, weil ich Avatar ganz gerne mag. Oh, auf den Discord-Server? Durch Einfach so den. gleich direkt, oder? Ich habe einfach den inoffiziellen hier genommen und dann halt den Discord mitgejoint. Ach, da bist du. Oh, Alter. So sehr du auch Probleme hast, mich irgendwie zu finden, wenn ich am Rennen bin, habe ich das selber auch, wenn du einfach abhebst. Ja. Fällt dir das eigentlich auch manchmal auf, dass wenn du mit Leuten im Call sitzt und dann dich mit denen unterhältst und dann einfach im Ingame auch die einfach anguckst?
Ich weiß gar nicht. Bin ich der Einzige, der das macht? Ich weiß nicht. Weiß ich. Mir ist es auch nur irgendwann mal durch andere aufgefallen, dass ich, wenn ich mit den Leuten irgendwie in einem Call rede, dass ich sie in-game halt auch mit meinem Dino dann angucke. Okay. Ja, es kommt bei mir aufs Spiel an, würde ich mal behaupten. Ja. Jo. Wenn ich mich jetzt auf das Kampfgeschehen teilweise durchplagen muss und durchkämpfen muss, dann ist da keine Zeit zum Kameraden angucken. Jo. Keine Fische in der Nähe. Schade. Nix. Katze! Warst du schon mal beim Sumpf? Da bin ich schon gewesen, ja. Okay. Ich weiß nicht, willst du dann, sollen wir dann irgendwie mal für dich nach Fischen gucken oder sowas? Können wir machen, aber ich habe auch noch Zeit, was Nahrung angeht. Ach so. Also sonst können wir uns auch einfach aufteilen und dann irgendwo wieder treffen. Das ist doch nicht das Problem. Ich könnte auch einfach die Katze hier essen. Katze? Katze. Katze. Die turnt mal wieder schönes hier. Katzen, schönes Katzenchili. Jetzt kann ich mir mal deine Farben, glaube ich, auch nicht angucken. Jo. Bist du ein kleiner Mischmasch, oder? Ja. Ich bin so. Von allem irgendwie ein bisschen was drin. Blau, dunkel. Ich glaube, es soll grau sein, dann ein wenig Lachsfarben und einen hellen Bauch. Ich wollte gerade sagen, du siehst ein bisschen aus wie so eine Lachsforelle oder sowas. Ja, so in etwa. Ja, ich bin halt einfach nur grün, ne? Ja, wie gesagt, Tarnung. Bei mir ist Paarungsverhalten, weil ich bin ein Kerl. Ich bin auch ein Kerl. Sieht man nicht so gut, weil die gelben Punkte als Akzente stechen halt nicht so gut hervor. Naja. Wir können es sowieso nicht fortpflanzen, also macht's nichts. Naja. Was sind eigentlich die anderen alle? Ich meine, es sind nur 12, aber... Muss nichts heißen. Ich glaube, ein paar sind... Könnte ich mir vorstellen, vielleicht beim Utah-Felsen hier auf der Map. Wer weiß. Boah, der Rest irgendwie auf der Map verteilt. Vielleicht sind ein paar auch am Brüten. Das wäre nie... Das wäre interessant mal zu wissen. Es gibt hier in der Nähe, auf der anderen Seite vom Fluss, wo wir uns getroffen haben, gibt es nicht weit entfernt einen Nistplatz. Aha. Es könnte sein, dass sich da die beiden Tenontos hin verdrückt haben. Also von Chroma aus dem Chat sehe ich, dass die heute eher nicht nisten wollen. Okay. Aber es gibt ja nicht nur die eine Dame. Ja, ja. Die sind jetzt zu fünft. Tenonto? Glaube ich. Unter Umständen, der ist lang und tief, ja. Also der Schrei. Ah, ich habe noch ein bisschen Probleme hier mit mit mir die Calls zu merken. Oh, was wem sagst genau du das? Auf der alten Version geht's, da habe ich mittlerweile alles raus, zumindest was die AI angeht. Aha. Katze. Deine Katze? Jo, der rote Baron. Oh. Ich habe doch nie eine rote Katze in meinem Besitz gehabt. Was fühlst du? Was bist du wieder so kuschelig? Du willst doch irgendwas von mir. Hunger! Ja, ich will die Hand sauber machen. Die ist ganz doll dreckig. Ich hocke mich aber kurz in den Busch. Der will irgendwas von mir. Okay. Oh, das ist ein Kanu. Das ist nicht gut. Bin gleich wieder. Okay.
Pixel! Was meinst du mit Hilfe? Und hallo! Willkommen! Was heißt Hilfe? Wir gehen nur spazieren? Eigentlich? Also, du darfst gerne zu uns stoßen, falls du möchtest. Ja gut, ne? Ich hab meinen Partner nur gerade aus den Augen verloren. Wir passen eh gattungsmäßig nicht so ganz zusammen. Er ist ein Troodon. Ich schimpfe mich Petri. Herbivore. Ja, gut. Du darfst dich gerne als Mittagessen. Ach so, da bin ich wieder. Hi. Hi. Ja. Ja. Da Pixel ist bei mir im Chat und die meint so, dass sie. Ich weiß es nicht, was sie meint. Ob sie uns helfen soll? Als Mittagessen vielleicht? Bett. Ja, weil sie geschrieben hat, sie ist ein Herbivore. Und sie will kein Herbivore mehr sein, oder? Falls sie stirbt, macht sie Troodon. Aber was heißt so. Da falls? Na, falls sie jetzt in der nächsten Zeit irgendwie umkommt, ne? Soll ich mich verhungern lassen? Dann kann ich auch einen machen. Wenn du willst. Kannst auch einfach nach oben fliegen und dann im Sturzflug nach unten. Aua. Müsste mal demnächst auch wieder auf Wildschweinjagd. Mhm. Ist auch wieder ein Krampf, ey, wie sonst wird. Besonders allein. Ist das keine schöne Angelegenheit? Ja, Troodon Trio. Wäre ja, eine Idee. Wenn du mitmachst, Pixel, dann stelle ich mich als Versuchsobjekt, als Fresh-Test-Dummy zur Verfügung. Das hat mich vorher schon 90% meines Lebens gekostet. Das ist ja keine große Sache hier. Ja, so ein Pteranodon ist auch in 30 Minuten ist er groß gewachsen. Ach, das ist nicht das Problem. Ups, falsche Taste. Ich finde ja auch deine Fußspuren so lieb. So klein und süß. Ja. Dann sieht man die beiden riesen Zehen. Ja, Pixel kenne ich. Ich habe auch überlegt, den Petri einzulagern, aber... Da hinten ist jemand. Wer ist denn da? Komm, lauf. Ich will wissen, wer da ist. Oh, dieses Gebüsch. Oh. Da blutet einer. Aber ich sehe nicht wo. Ach Gott, er hat echt die schlechteste Nase ever. Hm?
Ich glaube, da ist ein Fleischfresser in der Nähe. Ich glaube, ich sehe sogar. Oh Gott. Na, wer bist denn du? Ein Ka. Oh Gott, drei Stück sogar. Mit zwei Tennis und ein Kano, oder? Kano? Hast du gerade angegriffen? Nein, ich bin nicht rumgeflogen. Oh, war gerade sehr nah. Wow! Ey, nicht beißen. Ihr kriegt's mich nicht. Er hat hier gerade so einen kleinen Baby-Tenonto irgendwie angegriffen, aber jetzt finde ich ihn nicht mehr. Das war Selbstmord. Aber bist wie du hat tot? Der. Ja, wie hat der mich bitte getroffen, wenn ich dem in den Rücken piekse? Alt bist, kann er, glaube ich, keine Ahnung. So. Ah, und Wildschwein jagen. Okay. Ich mache jetzt meinen Trodon. Und dann schauen wir mal, wo wir uns treffen. Oh. Gott, sind die Flecken furchtbar. Oh Gott. Aber dass diese Wildschweine auch so aggressiv sein müssen, ey. Tja. Ah! Au! Bitch. Kann der blöde Vieh mal aufhören? Attenzione. Ich mache ihn rosa, ist klar. Logisch. Spiel. Der hat echt langweilige Farben, darf ich das so sagen? Oh, ich hab ihn, ich hab's getötet. Heilige Scheiße. Was? Crash-Schaden, meinst du? Pixel? Hallöchen. Hallo? So. Wer ist denn dabei getreten? Pixel. Er ist sehr leise, Pixel. Was ist ihr seid auch sehr leise. Warum seid ihr so leise? Keine Ahnung. Ich kann mein Mikrofon ja wahrscheinlich wieder ein bisschen leise. Weiter an meinen Mund ranrücken. Moment. Ah, bitte hör auf zu bluten! Blut. Oh! Bitte! Besser. Oh Gott, das sieht ja furchtbar aus. Was haltet ihr von dem roten Bauch? Wenn du wie der Zahnpastatube aussehen wirst, mach. Oder willst. Oh nee, danke. Hab ich auch schon, hab ich auch so zwei. Zwei gesehen. Bei Gelb ist es auch nicht besser. Wo finde ich euch dann? Süden? Ah, cool. Da kann ich jetzt nicht spawnen, weil ich da gerade gestorben bin. Achso. Dann oh. Spawn ich im Center und komme runter. Jo. Wartest du auf mich? Ich bin gleich fertig. So, Center. Vielleicht bist du ja in der Nähe. Kleiner süßer. Oh Gott. Ich bin am Wasser. Hörst du mich? Gerade höre ich nur Wasser. Ja, doch, da ist Quietschen. Warte, warst du das? Mach nochmal, ruf nochmal. Okay. Ups. Jetzt bin ich im Wasser. Wo kommt denn die Schlucht daher? Ach, da bist du gespawnt, okay. Warum schwimmt der wie ein Aal? Nee, wie so eine Echse. Ich hätte jetzt eher Aal gesagt. Okay, jetzt bin ich an der anderen Bachseite. Meine Fresse, ey, das ist. Die scheiß Copies auf so eine beschissene Hitbox haben.
Gott, ist der Kleine süß. Man kann sich nicht mal auf Steine stellen? Okay. Bist du da? Geh mal nach Süden. Süden? Gott, ey. Den Fluss entlang? Ich bin gerade sehr in der Nähe von dieser, da wo bei diesem mittleren Fluss die großen Felsklippen anfangen. Da bin ich gerade. Okay, dann gehen wir da hin. Ah, Katze. Ja, gleich, Katze. Oh, bitte lass hier keine Krokodile drin sein. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Zahnstocher für den. Ja, trotzdem. Ja, gibt trotzdem noch genug Leute, die sich denken, YOLO rein da. Hier bleibt noch Wasser. Ich bin immer noch da. Ich bin bei der Flussgabelung. Ja, ich hab's gesehen. Frage ist, auf welcher Seite? Da! Hier! Da oben brennt ein Stego, glaube ich. Bitte was? Ich hab jetzt brennen verstanden. Er brennt! Der Stego, er brennt! Löscht ihn! Ich hab das jetzt wirklich so verstanden, oh Gott! Der Arme! Also aus der kommt so. Auf jeden Fall witzig. Oh Mann, ey. Worüber man sich nicht alles in diesem Spiel bekecken kann. Ja. Oh, hier ist irgendwas. Oh oh! Was Großes vor dir! Ein Kanu. Ja. Oh wow. Hat er euch getötet? Nein! Lauf! Renn! 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 Run, Forest! Run! Kein Interesse an uns. Hallo, isst du den Hasen jetzt bitte? Danke. Oh, Hase wäre gut. Bist ich du auf den euch... Klippen oben oder bist du... Ich bin recht... Ich bin daneben unten. Also, ich kann mich auch gern oben an die Klippen stellen. Schlepp ich den Hasen kurz mit. Vielleicht riechen wir den. Also bist du auf der anderen Seite der Klippe. Hier. Mein Computer ist ein bisschen warm. Du! Lass dich mal anschauen. Sieht ja aus wie Erdbeereis. In der Jungform schon, ja. Das wird später besser. Und er sieht ein bisschen so aus wie Gammelfleisch. Okay. So, als wäre gerade schon halb angeschimmelt. So, wo kriegen wir jetzt Essen her? Ich hab Essen. Also wenn ihr herkommt. Nein, roll doch nicht runter, Hase! Schön, ich hab hier was hoppeln gehört. Du bist auf der anderen Seite der Klippe wahrscheinlich. Also im Richtung Westen? Oder Osten? Osten. Osten. Okay. Ich schleppe hier gerade so einen Hasen den Berg hoch. Weil der Tode anscheinend aus irgendeinem Grund zu schwach ist, den so zu den einfach zu tragen. Ja, ich meine, schau den Tode an, Mann. Der hat doch nichts an Muskeln. Wenn ich ein Hühnchen tragen kann. Aber Kaninchen können Hühnchen groß werden. Außerdem hat Hühnchen hohle Knochen.
Beziehungsweise... Da hinten rennt nochmal ein Stegel. Okay. Echt? Und nein, er brennt diesmal nicht. So, ich hocke jetzt in irgendeinem Busch am Ende der Klippen. Sind unterwegs. Mit so einem toten Hasen. Kann ja hier auch einmal callen. Nevermind, ich habe keine Ausdauer, das hört man nicht. Doch, ich hab's gehört. Ja, so. Doch, da war was. Ja, guck mal. Fußspuren. Ich sehe nur grün und deinen Namen. Was seid ihr leise und weit weg? Leise, weit weg, nicht so. Ich wollte so gerade sagen, du kommst näher. Ich sitze hier erstmal noch. Ich rieche Hase. Ach, da seid ihr. Hallo. Gott, seid ihr winzig. Ja. Dagegen sehe ja sogar ich groß aus. Wie es halt so ist. Du bist ganz vernarbt. Ja, ich habe mich gerade noch alle mit einem Wildschwein geprügelt. Das war ganz böse zu mir. Oh. Du hast immerhin überlebt? Ja. Wenn du es gut timest, dann kannst du auch so ein Wildschwein allein machen. Das Rodern. Du musst halt nur frontal von ein bisschen weiter weg drauf zuspringen. Und dann halt sehr schnell wieder loslassen. Ob das so gesund ist mit den ganzen Fliegen hier? Ach, wie gut. Zusätzliches Protein. Solange sich mein Verdauungstrakt nicht beschwört. Beschwert. Nicht beschwören, meine Fresse. Deutsch, ey. Oh, volle Diät, ist das geil. Mhm. Und ein voller Magen. So. Yes. So. Und das schon so kleine Hasen. Ja. So, habt ihr was dagegen, wenn ich mal für 2 Sekunden aufstehe? Ich muss die Katzen füttern. Jo. Leg dich sonst ein bisschen im Busch oder sowas. Ah ja, das sieht ja hier auch niemand. Okay, bis gleich. Ja, stoppert wohl höchstens drüber. Fick mich immer so hin. Ich schimmel. Blauschimmelkäse. Ja. Ich hab auch einen Skin, das gelb-braun. Mhm. Das heißt, du fängst jetzt Banane an und wirst irgendwann zu gammligen Banane. Nice. Jetzt gerade siehst du noch aus wie so ein Sitz aus den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ja, ein bisschen. Vor allem mit dem Blut, ne? Jo. Authentisch. Ich frage mich manchmal, wie das so ist, mit so einem ganzen Kopf einfach in so einem Essen drin, in seinem Essen drin zu sein. Ja, ist ja erlegen, das ist halt dann noch warm und klebrig und. Ja. Und wieder da. Hey. Oh, 2 Kamo. Sieht ein bisschen so aus, als hätte sich so ein kleines Baby gerade einen Haufen Nudeln mit Tomatensauce ins Gesicht geschmiert. Ja. Oh, du bist auch dunkler. Ja. Ich finde das so cool, die Farben am Anfang und dann am Schluss. Ja. Dass sich das bei mir jetzt so krass verändert. Wenn die Sonne. Also solange wir noch Tageslicht haben. Aha. Ist ja auch eine Seltenheit. Gibt's hier im Spiel ja nicht so wirklich. Tatütata. Die Bewegung ist so gut. Ihr wisst schon, dass wir da ein paar Raubtiere unterwegs haben. Ja. Wir werden gleich lernen, was es bedeutet, mit einem Trollhund auf einem Server zu spielen. Tod und Verderben. Ja.
Für die anderen. So ein Juvicerato kriegen wir auch ganz gut alleine hin. Frisch geschlüpft vielleicht. Ja. Der Giftschaden ist halt unnormal. Darf sich ja nicht treffen lassen. Ja. Das ist der einzige Nachteil. Warum renne ich eigentlich so bucklig? Vielleicht bist du schon alt und senil. Ich renne wegen richtiger Quasimodo. Ich find's eigentlich cool, weil sie halt den Kopf ducken. Ja. Wie so anpirschen. Dann mit dem C-Walk einfach wie so ein Hühnchen. Schön, weiß jeder, wie hier das mit dem Gift funktioniert? Fragezeichen. Also ich weiß es. Frag mich nicht. Also, unser Gift hat verschiedene Stages, insgesamt 3. Aha. Es funktioniert so, dass am Anfang erst immer einer von uns an die Beute dran springt. Dann kommt nach ein paar Sekunden ein Geräusch, was jeder von uns gleichzeitig macht. Wenn das Geräusch ertönt ist, kann der nächste dran. Ist egal wer. Aha. Dann wieder ein paar Sekunden warten, bis das nächste Geräusch ertönt. Das Ganze machen wir 3-mal, bis halt das, so ein finales Geräusch erscheint. Und dann können wir quasi immer wieder drauf. Okay. Das hört sich sehr böse an. Ja. Ich finde mal ein Reh, dann können wir ein bisschen üben. Oder Wildschwein, weil die so schön langsam sind. Ja, mit welchem Angriff macht ihr sowas? Rechtsklick. Okay. Ja. Genau, und du... Hast du schon mal Raptor gespielt? Nein. Ui. Also, okay. Beziehungsweise nur ein paar Sekunden, dann bin ich hinterrücks gebissen, gefressen. Also, du springst halt ran und wenn du dann nochmal Rechtsklick drückst, dann springst du wieder ab. Okay. Beim Raptor ist es so, dass du normalerweise versuchst, möglichst lange dran zu bleiben, um Blutungen zu machen. Mhm. Und beim Troodon ist es aber so, dass du möglichst versuchst, schnell wieder runter, weil. Okay. Du willst ja erstmal das Gift stecken. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, macht das an der Stage 3 Sinn, länger dran zu bleiben? Macht das Schaden oder ist das. Ich glaube ja. Ich weiß es aber nicht. Ich bin da auch immer nur dran gesprungen und dann wieder runter. Mich würde halt interessieren, ob. Es mehr Sinn macht, wenn du halt immer wieder dran springst, ob das halt mehr. Gut, das verbraucht ein bisschen, Ausdauer, weiß ich gar nicht. Ob das halt irgendwie ein Damage technisch mehr macht. Also müsste mal testen, wie viel ein Springen macht und wie viel ein Dranhängen macht und ja. Theoretisch, wenn wir jetzt irgendwie Wildschwein finden, müsste jeder von uns eigentlich nur einmal dran springen, um das Gift auszulösen, oder rennt das Wildschwein eigentlich auch schon weg. Oder Kahn. Jo. Obwohl? Kano weiß ich ja nicht. Kinder Schokobons für den. Einen Haps in sie im Mund. Ich kann's mir euch erzählen, kaum sind hier ein paar mehr Leute drauf, du gibt's keine Wildschweine. Ja. Vielleicht hattest du das letzte. Nee. Glaube ich nicht. Oder Obelix ist gespawnt. Obelix, ja. Obelix hat sich auf dem Server eingeloggt. Hier ist ein toter Frosch, also muss irgendjemand. Muss hier irgendwo ein Wildschwein sein. Alter, dass die Wildschweine auch keine Ausnahme machen. Scheiße, ob es Hühner sind oder Rehe oder Hasen. Nein, rauf. Hier ist ein toter Hase. Hier muss irgendwo ein Wildschwein sein. Nein. Da hinten ist noch was Totes. Wir folgen einfach die Spur an Toten. kleinen Viechern. Ja, nicht, dass du dann ein großes Vieh am Ende hast. Ja, ein Wildschwein. Was Größeres. Also Kano tötet halt nicht unbedingt Haas und ja gut. Wenn er verhungern ist, schon. Ich glaube, das ist die andere, oder? Hinten ist noch eine Keule. Und zwar der Hase. Stimmt, da hinten. Sehr weit weg. Könnte es auch noch was geben weiter im. Was ist das? Osten? Ja.
auch recht viele Wildschweine, dass das Zimmer da war. Wir haben auch gleich die Prozentwachstum fürs Gift erreicht. Wie weit musst du gewachsen sein? Die erste Stufe von erwachsen sein, oder? Ich meine 65%. Okay. Wenn ich es jetzt nicht komplett falsch in Erinnerung habe. Schweinchen. Alter, du bist verschluckt. Koppel. Koppel. Ist sogar so ähnlich, ne? Ja. Ich hab's gefunden. Okay. Ich seh nichts, da ist alles grün vor meiner Nase. Ah, okay, hat mich einmal gebissen. Au. Okay, jetzt kommt das Geräusch, glaube ich, gleich. Ja, jetzt. Ja. Renn. Direkt wegrennen. Ja. Oh, ich hab. Warte, ich mach. Oh Gott, ich bin drüber gesprungen. Ah! Oh, sehr schön. Das war das dritte Mal. Nee, nur das. Oder? Nee, könnte das finale Mal. Oh nein! Nein! Ich bin hängen geblieben! Ah! Au, ich bin failed! Tschüss. Oh, ich bin gerade vorbeigesprungen. Das hat mich getötet. Mich auch. Oh, goddammit. Haben wir gut gemacht. Jo. Gutes erstes Mal. Jo, was jetzt? Ja. Südosten spawnen und noch in dem Süden spawnen und nochmal. Try again. Blub. So. Süden? Yes. Oh, hier ist meine Action. Ja, toll, ich stehe im Gebüsch. Aufstehen. Oh Gott, wo bin ich denn gelandet? Großer, böser Fels. Ach komm, so machen wir mal. Und im Süden jetzt. Ja. Oder Südost, ne, Süden. Süden. Südosten spawnst du irgendwie mitten im Sumpf. Sumpf. Ach du Scheiße, Alter, wo bin ich denn jetzt? Das kann ich auch sagen. Okay, ich bin relativ nah an diesen zwei Steinfelsen. Mit dem Gehweg dazwischen. Oh, dann treffen wir uns da am besten. Okay. Achso, du hast nicht so gute Map-Kenntnisse. Lass mal schauen, warte bist. Mal. Da, wo wir uns vorhin getroffen haben. Ja, ich weiß, welchen ihr meint, aber ich weiß gerade gar nicht, wo ich bin, weil ich mitten im Dschungel abgesetzt worden bin. Au. Da ist zwar Stein und so, aber... Vielleicht finde ich Wasser. Moment. Oh, du bist auf der anderen Seite. Was liegt denn da? Geh mal berg runter. Was liegt hier? Was bist du? Oh lol, du bist ein Dryo. Ja, moin. Das war mein vorheriger Körper. Der liegt da noch? Ach, du warst der Dryo. Hm. Ja. Genau, berg runter und sobald so ein kleiner Weg rechts abbiegt, den dann rechts nehmen. Nee, noch nicht. Will ich mir das wirklich als Diät reinziehen? Ich weiß ja nicht. Warum nicht? Schmeckt gut. Ja, aber dann muss ich genau, folgt dem Weg, folgt dem Weg. Muss ich die ganze Zeit irgendwie nach Diät suchen. Also nach derselben Diät suchen. Später. Hab ich keinen. Kannst ja wechseln. Nimm doch Organe raus. Bin ich dafür aber schon groß genug? Ich sehe nichts. Einfach geradeaus weiter. Kommt gleich ein Fluss. Ja, ich sehe schon. Ich bin zu klein. Und irgendwann breche ich mir ein Bein, weil ich. Ups. So, jetzt bin ich hier.
Nein, es ist einfach nur ein Stück Fleisch. Kommst du rüber? Ja. Ich bin da. Ich bin halt legit nicht groß genug, um da irgendwie Eingeweide rauszuholen. Echt jetzt? Ja. Er greift sich immer nur Stücken Fleisch. Ja, dann müssen wir mal erst erwachsen werden. Er wird wahrscheinlich eh demnächst vergammeln. Ah! Hallo? Achso, hi! Oh. Darf ich? Danke. Nice. Ja, keine Ahnung, irgendwie rein hier, ne? Ich find's aber erstaunlich, wie lange der Kadaver hier liegt. Was gelagert? Ja, so war das damals. Hühnchen um. Oder Hasen. Ich hab Gedärme. Ah! Vielleicht war einfach noch zu viel Fleisch drumrum. Nudeln. Ich hab, was ist das hier, eine Lunge? Ja. Brutal. Erz. Oh, hier sieht man das gut. Was ist das? Okay, das ist Punkte. Punkte. Das sind Punkte. Ich frage, lohnt sich eine 3er DS? Nee, nicht bei einem Trodon. Ich liebe Ausdauer. Was ist das hier? Ist das das Herz? Ja, okay. Das, boah, das kann ich Herz ist nehmen. Es. Das aussieht wie dieses Riesenteil, wow. So ein riesiges Kotelett. Schlimmer, das ist doch viel blutiger. Du hast so einen halben Kopf drin. Too big to swallow. Ja, doch ist das schon. Doch, du Affen. Affe. Oh, guck mal, wir sind gelb, grün, rot. Ja. Sind eine Ampel. Die Ampelkoalition. lecker, lecker in den Mund. Was krieg ich? Growth Rate, Stamina Regeneration, Sprint Cross und Sand Rage ist einfach nur größer. Okay, wow. Okay, aber wollen wir uns erstmal einfach hier sitzen und warten? Bei dem Kadaver? Ich weiß ja nicht. Locken wir da nicht Leute an? Nee, wenn wir Glück haben, locken wir Kompis an. Aber jetzt ist doch der Magen voll. Was willst du mit Kompis? Ja, für später, wenn morgen wieder leer ist. Ja, aber es gammelt. Ich habe die Erfahrung schon zweimal gemacht. Ja, wir können auch gerne. Mal hingehen. Rehe suchen zum Trainieren. Eine Ziege. Ich gibt's ja Ziegen. Ziegen habe ich irgendwie gefühlt noch nie gesehen in diesem Game. Ach doch. Gibt's auch gefühlt nur an diesem einen Hügel hier. Wenn überhaupt welche da sind. Was seit dem Update nicht unbedingt der Fall ist. Also mir sind schon... Vielleicht haben sie Ziegen auch rausgelöscht, ich weiß nicht. Mir ist heute erst eine begegnet. Okay. Also sie gibt es noch. Ja. Ich finde Wildschweine gibt's so viele. Ja, weil die alles andere auch töten. Bleib nur noch Wildschweine übrig. Guter Punkt. Ich weiß nicht, wer die auf so aggressiv gesetzt hat, dass die plötzlich anfangen, alles zu töten. Vor allem auch alles. Ja. Weiß nicht, welchen Regler sie da aus Versehen hochgedreht haben. Weißt du, siehst du irgendwann einfach später im Game so ein Wildschwein aus dem Gebüsch rennt, was so ein fully grown T-Rex angreift? Würde mich nicht wundern.
so witzig aus mit den gepunkteten. Alle haben so einen roten Schädel. Jo. Wer die Gusche auch in die Tomatensoße steckt, hat auch einen roten Schädel. Tomatensoße ist nett formuliert, ja. Das war wohl zu viel Ketchup, hm? Ein bisschen. Ich habe auch meine Finger bekleckert. Wahrscheinlich erstmal für ein halbes Jahr wieder Ruhe in dem Game. Passiert wieder nichts. Tja. Außer vielleicht ein paar Performance-Updates, aber naja. Naja, ist ein bisschen schade. Ja. Sich wünschen, dass wenigstens Bugfixes oder kleine Verbesserungen kommen würden, aber. Hm. Scheinbar haben die nicht die Zeit dafür, sowas zu machen. Ich freue mich wenigstens immer dann, wenn so ein Update dann noch rauskommt, dass es dann meistens auch relativ gut ist. Tja. Kommt auf die Entwickler an. Ja. Ich habe ein paar Videos gesehen von der Alpha von The Forest und manchmal hat ein Update anderes, was schon funktioniert hat, noch. Naja, wieder kaputt gemacht. Ja. Muss nicht schlecht sein, es kann auch einfach nur lustig werden, aber. Ja. Ja, bei dem letzten Update hier für die Eile war ich. Es hat mich auch gar nicht geschüppert, der langen Wartezeit, weil halt. Wie viele? Vier neue spielbare Dinosaurier. Ein paar neue Mechaniken auch dazu, die auch relativ gut funktionieren. Ja, wobei ich. Also, ich. Content muss ich gar nicht so viel haben oder so häufig, aber dass er halt wenigstens so Kleinigkeiten verbessern. Jo. Ja. Oder dass der wenige Content auch wenigstens funktioniert. Ja, gut, ich meine, wenn du neue Sachen reinbringst, dass die dann nicht optimal funktionieren, ist heutzutage irgendwie fast schon gegeben, aber dann sollte man sie halt wenigstens zeitnah dann verbessern oder ändern. Tja. Das kleine Grunzen immer, wenn man riecht. Das Gefühl ist jetzt immer an, als ob die Nase verstopft wäre. Dieses. Ja. Ihr kennt ja bestimmt alle den, ungefähr die Schädelgröße eines Tyrannosaurus. Ja. Schätzt mal, wie viel Nasenschleim so ein Tier hatte. Okay. So eine großen Taschentücher gibt's gar nicht. Stimmt, ein paar Kilo. Das ist ein Riesenpopel. Also ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, aber es war auf jeden Fall eine zweistellige Literzahl. Ja, also mindestens 20... Oh. Es waren mindestens 20 Liter. Ich glaube, es waren sogar um die 33 oder so. Oh! Und ihr kennt ja vielleicht so den Satz, also es gab mal eine Reportage von, also über Tyranno aus dem Jurassic Park. Ja. Und da hat ja im Film, sagen sie immer, ja, von wegen nicht bewegen, die gehen auf Bewegung und sowas. In der Realität war es aber Geruch. Und da hat dann der Typ aus der Reportage gemeint, ja, der muss richtig dicke Nasennebenhöhlenentzündung gehabt haben. Prähistorische Erkältung. Ja, so in etwa. Oh, über 20 Liter ja. Schnodder in der Nase, Alter. Der hatte ich weiß ja, wie viel in so einer 1 Liter Milchpackung drin ist. Ja. Oh, Der hatte aber auch die mit eins der besten Geruchsorgane, deswegen auch der lange Schädel. Und riesige Nasennebenhöhlen eben. Oh Gott. Ja, passt viel rein an Geruch. Mhm. Was ganz interessant ist, unsere Nase, also zumindest die Nasengänge, ziehen sich teilweise über unser ganzes Gesicht. Tja. Warte, meinst du jetzt bei Menschen?
Ja, bei Menschen. Okay, ich war gerade irritiert. Troder? Nee, nicht beim Troder. Beim Troder weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja. Trodern gibt's ja so auch eigentlich gar nicht. Ja. Oder gab es so eigentlich nicht. So ruhig hier. Ja. Es ist Nacht, ich bisschen Krach machen, ne? Die Leute wollen schlafen. Ist ja den Problem, ne? Ich gehöre nicht zu denen. Was wollen die auch schlafen? Was fällt denen ein? Unverständlich. Naja, ich bin seit 5 Uhr morgens wach, also Zeit fürs Bett. Ja, dann ab. Ja, mal ist 18.30 Uhr. Also wenn ich Frühschicht habe, gehe ich zwischen 7 und halb 8 ins Bett tatsächlich. Ja, ich mach's um 10 Uhr mit. Das geht mit den Katzen nicht, dann würde ich nicht zu Potte kommen. Oh, das ist ein bisschen nah. Will er jemand provozieren? Ja, Gift, natürlich. Oder? Ja. Er ist so ein Kano, der ist nicht so wendig. Ich finde, wenn die... Und er ist größer. Das heißt, du triffst ihn besser. Ja, aber er hat uns mit einem Hubs erledigt. Ja, das will schon einer auch. Fast. Mit zwei, wenn aber trotzdem. Wenn Kopf trifft, dann ist auch vorbei. Ja. Also als Rodon musst du damit leben, dass du halt One-Hit bist. Ja, bist halt die Glaskanone. Kannst relativ gut austeilen für deine Größe, aber... Wir haben halt leider noch kein Gift. Wobei, wenn der Kampf sich ein bisschen zieht, dann ist das sogar gehen. Muss man sich auch komplett verarscht fühlen, einfach mitten im Kampf, kriegst du auf einmal Gift reingedrückt. Komm, antworte nochmal. Wieso war der rechts wahrscheinlich abgehauen? Ist aber der von hinten, glaube ich. Vielleicht sind das Sefi und Boss. Eigentlich Schneeball ist da jetzt auch drin. Aber Schneeball ist. Schneeball hat Kroko. Ich kenne die ganzen Leute hier vom Server nicht. Ich kenne Meeks oder das war's. Ich kenne die meisten auch noch nicht. Also denkt ihr nichts. Bei manchen kann man so ein bisschen erahnen, was die spielen. Tenonto. Also zum Beispiel Kumata und Nutella spielen halt sehr oft Tenno oder andere Herbies. Sefi, wenn sie mit Boss zusammenspielt, sind die meistens im Team mit irgendwie Kano oder Raptoren, glaube ich. Oh, da. Attacke, Angriff. Ich bin schon zweimal gestorben heute. Ach, alle guten Dinge sind drei. Yes. Ich sehe doch nicht mal richtig. Mach mal Nachtsicht an. Ja, die hab ich an. So. Oh, das war ein Frosch. Was denn? Versteckst du dich? Dann schauen wir mal, wer Spuren von dir finden. Na, da. Unten am Schlammloch. Mami! Wo hockt der? Nicht hier. Auf der anderen Seite vom Schlammloch? Vielleicht beim Wasser? Tarnmodus aktiviert. Let's go. Gib mir den Schlamm. Wie es sich denn suhlt? Ja. Suhlung muss auch mal sein. Ich hab das mal mit meinem Petri gemacht.
ergibt viel Sinn. Komm, roll noch einmal. Komm, trau dich. Irgendwie das Gefühl, dass wir schon wieder dran vorbei sind. Ich weiß aber auch nicht. Also ich sehe nichts. Cool, wenn sie endlich mal die Fußspuren Sounds ein bisschen erhöhen würden. Na, dass du halt auch so ein fettes Viech von der Entfernung ein bisschen hören kannst. Junge, die Ceratos, Alter. Ist viel zu leise. Also rein theoretisch müsste man die Vibration spüren. Die Dinger wiegen ja ein bisschen was. Ja, eben, dass der halt. Ich meine, auf Gras ist klar, ist nicht so laut. Die machen halt trotzdem, aber auch. Die sind, dass die nicht anschleichen können, indem sie normal auf dich zulaufen. Ja, verstehe ich schon. Ein bisschen traurig. Allen voran, die hinterlassen ja trotzdem tiefe Fußspuren. Da bebt die Erde. Funktioniert auch manchmal nicht. Das Fußspursystem hast du. Du hast zwar Fußspuren, aber meistens so, wenn die rennen und dann je nach Schwere vom Dino halt seltener. Ich meinte auch eher so in der Realität. Ich meine, der Eis strebt ja, dass es realitätsnah sein will. Tja. Dann hätte man aber nicht unbedingt Trampelpfade in dem Spiel. Es ist ja mehr so. Richtung Jurassic Park. Ja, aber. So, Isla de. Was auch immer. Nublar. Ja, Nublar. Oder Sauna, je nachdem. Wie viele Inseln es auch immer gab? 2. A und B. Wenn du das Computerspiel gespielt hast, Jurassic World Park, was auch immer, da gab es ja mehrere. Kleinere. Ja, Jurassic World. Evolution, ja. Ich habe den zweiten Teil schon gespielt. Oh, ich habe den erst nicht mal durch. Den habe ich nicht. Ich bin gleich auf den zweiten übergegangen. Das soll, glaube ich, auch besser sein. Ja, scheinbar schon. Allein wegen dem Stromnetz habe ich gelesen. Ich könnte mal ein bisschen Wasser gebrauchen. Ja, und was zu essen? Ja, nee, Magen ist voll, aber. Also nicht voll, voll, aber. Das dauert ein bisschen, bis wir was erlegt haben. Muss halt auch immer noch mit einplanen. Ja, aber wenn ich jetzt noch 3/4 hab. Mittlerweile sollten wir ja wohl auch Gift haben. Ja. Ich frag mich echt, wo der Kanu von gerade hin ist. Der hat sich gedacht, das wird zu blöd. Ja, vielleicht hätten wir uns nicht ganz so präsent machen sollen. Erst Schlag sichern und dann erst Krach machen. Um zu verwirren. zu verunsichern. Und zu traumatisieren. Ey, dann müsstest du von 3 Richtungen kommen. Dann wär's verwirrend. Ja, das ist ja so ein bisschen Taktik. Du rennst halt um ihn herum und schreist halt die ganze Zeit, um ihn halt zu verwirren. Weil er sieht dich halt nicht. Mm. Er kann halt nur nach Geräuschen gehen. Und wenn du rufst und von der anderen Seite dann jemand angreift. Weil er halt dann abgelenkt ist. Ja. Komm, nochmal so ein Wildschwein. Hm. Oh, rechts von. Links von uns, meine ich. Ich sehe grad nichts. Ja, ja. Oh, blöde Stelle hier. Ja. Ey! Nein, nein! Der erste Anflug erwischt. Naja, ich. Ah! What the fuck, Alter, ich. Krieg das irgendwie immer. Mit dem Abspringen jetzt nicht mehr hin. Oh ja. Gott, okay, jetzt hab ich's wieder angekriegt. Komm. Okay. Okay, es rennt weg.
ist tot. Oh, ist tot. Ach, damit. Macht nichts. Das ist passt mir sowieso ganz gut, dann würde ich mich ausklinken. Okay. Dann schlaf gut. Jo, danke, gleichfalls. Ciao, ciao. Bis bald mal wieder. Bis dann. Irgendwann. Ciao. So, liebe Leute. Richtige Tasten muss man treffen. Ihr wisst es ja, freitags kurzer Stream. Wir können nächste Woche vielleicht ein bisschen länger machen. Da habe ich wieder Spätschicht. Dann fangen wir auch wieder einen neuen Dino an. Trodon ist schon ganz lustig, aber ich glaube alleine. Was machst du da, Katze? Ich habe keine Ahnung. So gut. Morgen gibt es dann wieder eine volle Packung Octopath Traveler 2. Ich spiele weiter. Wir machen die Jägerin als nächstes. Leveln ordentlich. Ich bin überlegen, den Kleriker, so heißt es, noch hoch zu trainieren, aber ich weiß nicht, ob ich es hinbekomme, ohne die anderen reinzuziehen. Müsste ich mal ausprobieren. Ich habe noch nicht nachgesehen. Und Sonntag gibt es dann wieder Shooter. Wir spielen endlich mal wieder Tiny Tinas Dungeons and Dragons Verschnitt. Und Warframe in Anschluss. Ihr wisst Bescheid. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Genießt die warmen Tage, solange es noch geht. Ich bin froh, dass es endlich wieder warm ist. Bis morgen. Macht's es gut. Bye bye.